Ich glaube, ich mache die Musik noch ein bisschen lauter. Dann muss ich das halt nachher insgesamt etwas runterregeln. Aber weil die Geräusche hier sich jetzt so ein bisschen anders verhalten im Verhältnis zur Musik, die ich sonst immer einigermaßen gleich eingestellt hatte. Wie hatte ich den Satz angefangen? Na, jedenfalls hoffe ich, das klappt soweit. So, nachdem wir hier eine kurze Besichtigungstour gemacht haben, die wäre jetzt ja schon abgeschlossen. Ach so, übrigens, man sieht keine Lichtbugs mehr. Haha. Aber ich darf verraten, es gibt doch noch Lichtbugs. Also die, die da waren, sind auch so geblieben. Da wurde noch nichts aktualisiert. Also da muss ich wohl dann selbst hochrennen. Aber meine Beobachtung war, dass manchmal mit Treppenstufen es doch noch vorkommen kann, dass da was düsterer ist, als es sein sollte. Aber da haben die Herren mal wieder wunderbare Arbeit abgeliefert. Mir sieht alles sehr hübsch aus und ja, kann man nicht meckern. Solange auch noch Verbesserungen hinzukommen und alte Bugs ausgeräumt werden. Da, ich gucke hier einfach gerade nur, also Interesse halber. Ich hatte ja mal erwähnt, nee, nicht erwähnt, ich meine, wir haben ja schon angefangen hier zu bauen. Sondern hier soll ja ein Dorf hin, hatte ich ja mal so erwähnt. Und da fände ich es eigentlich gar nicht mal so endlos hässlich, wenn wir sowas wie eine Stadtmauer hier reinziehen. Da wiederum habe ich mir aber noch keine Gedanken gemacht, aus was wir das denn bauen. Entweder natürlich aus, haben wir das dabei, haben wir nicht dabei. Ach so, aus diesen Dingern könnte man das auch machen. Aus Steinziegeln oder aus Zäunen. Aber Zäune, weiß nicht. Ja, oder um ein bisschen mehr Überblick zu haben, auch aus Steinmauern wiederum. Ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Genauso auch dieses Ding. Das, glaube ich, müssen wir ein wenig beschnippeln. Hatte ich mir so, überlegt. Denn ich glaube, wir brauchen den Platz schon gut. Ich glaube, ich mache die Musik doch ein kleines bisschen leiser. So, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob es so Spaß macht, das ganze Ding manuell abzuhauen. Und da wir, glaube ich, haben wir wieder nicht dabei, aber irgendwo in den Kisten haben wir ja Sprengpulver gelagert. Also könnte man da ein bisschen was wegjagen. Einfach nur für Spaß, um nicht so viel abzuklopsen. Das hätte auch den positiven Nebeneffekt, dass wir das so ein bisschen, ne, so natürlicher, naja, zufälliger halt hinbekommen, als wenn wir jetzt mit Hand beigehen und versuchen, alles abzuschaufeln. So, das zur Einleitung. Kann ja mal gerade gucken, ob hier schon jemand drin ist, irgendein Dorfbewohner oder sonst irgendeine Kreatur, aber es sieht nicht danach aus. Hier sieht man auch schön, dass es so wie es sein sollte da oben. Nur hier in den Ecken, ich weiß ja nicht, ne? Fackel ist direkt drunter und da ist am dunkelsten. Naja, naja. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo wir denn anfangen. Ich hätte mal ganz haarscharf überlegt, das hier abzutragen. Aber wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, ist das, glaube ich, das Letzte, was wir machen sollten. Wir könnten, wenn die Sonne. Wo ist die denn schon wieder hin? Sonne, bist du gerade da aufgegangen? Aber so wie ich mich erkenne, wie ich eine Aufnahme beende. Glaube ich, die ist nicht gerade aufgegangen, sondern ist dabei unterzugehen. Das hieße, wir müssten entweder wieder draußen schlummern. Oder wir machen uns hier so einen kleinen Verschlag irgendwo hin. Ich glaube, da in die Wand wäre gar nicht so verkehrt. Dann können wir da unser Bettchen reinstellen. Und sind. Ja, guck, es wird schon dunkel. Und sind dann auch immer nah am Geschehen dran. Den Hühnchen habe ich übrigens beigebracht, dass sie auch Federn fallen lassen können. Denn wenn man jetzt mal so in der Natur beobachtet, lassen Hühner ja doch ab und an mal, genauso wie Vögel ab und an mal so ein Federchen fallen. Ja, da konnte ich nicht anders. Ich habe übrigens auch versucht, den Handel ein wenig anzupassen. Mit so einer, sag ich mal, selbstgebauten Modifikation. Das hat aber eher mäßig geklappt. Achso, ich glaube, eins muss ich gleich nochmal hier machen. Denn ich glaube, ich habe die Helligkeit auf volle. Ah, da oben ist jemand, da müssen wir auch mal dicht machen. Ich glaube, ich habe die Helligkeit auf volle. Ups, das müssen du da. Auf volle Pulle eingestellt. Und das müsste man, genau, mal wieder ein bisschen düsterer machen. Also, Freunde. Patsch, Bett gehauen. Das hatten wir, glaube ich, vor ungefähr 800 Folgen auch schon mal. Mit diesem Bett gehauen.
ganz schön dunkel. Ja, machen wir es vielleicht mal so. Und so, dann ist es hier wenigstens hell. Auch wenn es nicht schön ist. Hallo? Ihr wollt mir doch gar nichts tun, oder? Hallo? Wie schön die Musik dazu passt. Es ist stockduster und... dieser, ach, da ist er. Wenn hier niemand ist, dann, glaube ich, krallen wir uns den mal, bevor der Ärger macht. Hallo. Wenn ich einen Bogen dabei hätte, dann würde ich dich ja auch so holen. Daneben. Zack, zack, zack. Und... na, vernichtet. Tat zwar ein bisschen weh, ging auf den Knöchel, aber immerhin. Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach mal gerade hoch. Und setzen hier ein paar Fackeln ran. So kann das ja nicht weitergehen. Und dazu auch noch ein paar Portal-Klinger. So kann es, finde ich, weitergehen. Ich mag das Lied so unglaublich gerne. Still Alive. In einer... ja, was ist das? Das können die Genre-Profis unter euch mir bestimmt verraten, was das denn jetzt gerade ist. Ich kann das natürlich nicht. Ja, letzte Fackel hier untergebracht. Okay, eigentlich könnten wir den Kies auch mitnehmen. Wenn der hier schon mal so rumliegt. Also ich muss gestehen, das ist noch ein bisschen laut. Wie hier, ne? Genau, dieses hier meine ich. Also wenn ich hier mit dem Werkzeug oder wenn ich mit dem Schwert hier irgendwo gegenhaue, das ist viel zu laut, finde ich. Ja, und eine Modifikation habe ich auch noch gefunden. Ich war so ein bisschen auf Suche, sage ich mal. Die wiederum entfernt so ein bisschen diese starre Verbindung zwischen Kamera und der Hand. Also, wenn ich jetzt nichts in der Hand habe, dann hängt die Hand da ja einfach nur so blöd rum. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit... war das mit F5? Ja, da ist alles normal. Also da... bewegt sich der Körper zwar auch so ein bisschen mit, aber... nicht so wie in einer First-Person-Ansicht, wo wirklich die Hand immer direkt mit der Kamera läuft. So als würde man zombie-mäßig durch die Nacht wandeln. Und da habe ich was gefunden, das ist möglich, also damit ist es möglich, dass die Hand einfach wie beim Menschen so normal runterhält, runterhängt. Also wenn man jetzt geht oder so. Wir haben übrigens immer noch keine Fackeln, aber Kohle, guck. Daraus kann man was machen. Und das sah eigentlich ganz hübsch aus, nur die hatten was, was man dafür brauchte, immer noch nicht auf 1.5. irgendwas aktualisiert, sondern sind noch bei 1.4 irgendwas. Achso, da wollte ich ja noch abbauen. Und das fand ich dann nicht so cool, ich wollte jetzt ja nicht wieder zurückgehen und so. Ja, und dann die letzte Neuigkeit, die mir gerade so einfällt. Ich habe mich dazu entschlossen, den Nether zu löschen. Das, was wir bislang gemacht haben, zu entfernen, denn einerseits ist das nicht so viel, was wir gemacht haben, dass man schon mal das schon mal so vergessen kann, aber andererseits war klar, dass es nicht gut geht. Nee, andererseits haben wir jetzt in der 1.5 da dieses Nether-Quarz hinzubekommen. Und das finde ich dann doch ganz hübsch. Da kann man tolle Säulen draus bauen. Das hat mich ganz spontan, nee, ganz zufällig an eine... was war denn das? War das Studien? Ich glaube, es war die Studienfahrt. Oder irgendwas, da waren wir auf jeden Fall in Griechenland. Namentlich in Athen unterwegs. Und haben da ein bisschen die Akropolis unsicher gemacht. Die ganzen Hügel quasi. Und ich glaube, man könnte mit diesen Säulen auch sowas Ähnliches basteln. Ich weiß nur nicht, ob das ein bisschen vielleicht übertrieben ist, den im Nether so eine riesen, mega verschwenderische, so einen riesen Tempel zu basteln. Aber hübsch wird es allemal aussehen. Achso, und das war es ja immer noch nicht. Ich habe nämlich noch was entdeckt. Also eigentlich nicht entdeckt, aber mehr so... mir wieder zurück ins Gedächtnis gerufen, und das hat was mit dem goldenen Schnitt zu tun. Und da komme ich dann auch gleich auf die Stadtmauer zu sprechen, denn, anderes Lied,
Ich glaube, jetzt ist alles gefackelt hier. Ich glaube, wir wollten in der letzten Aufnahme auch nach Hause gehen, weil nichts essen mehr da. Ja, ich glaube, das machen wir einfach mal. Hühnchen hatte ich schon, dass die Federn fallen lassen. Genau, da ist eine Feder. Und so können wir ohne Hühner zu töten auch endlich mal ein paar Pfeile basteln. Ja, nix ohne Hintergedanken. Wo ist denn jetzt das Bötchen? Hier war doch bestimmt eins, oder? Wie gerne würde ich jetzt fliegen. Was ist das denn für ein Lied? Dark Hallway. Das sagt mir mal so gar nichts. Ich dachte, es würde mir doch was sagen, aber das tut's nicht. Na gut, Bötchen genommen. Zack, zack. Und ich war ja gerade beim... Wo war ich denn gerade bei? Ach, genau, dem goldenen Schnitt. Denn wenn wir eine Stadtmauer machen, dann würde ich doch ganz gerne peinlichst genau darauf achten, dass wir die... Wenn wir da irgendwo... Irgendwo muss man einen Eingang basteln, dass der möglichst im goldenen Schnitt ist. Also so ein Verhältnis 1 zu 1,618, glaube ich, war das. Ach, das ist das Bildchen. Und das hat den Sinn. Ja, toll. Das war das Bötchen, das hat ja nicht gerade lang gehalten. Das hat den Sinn, dass das vom Menschen allgemein als schön empfunden wird. Fragt mich nicht warum, aber dieses Verhältnis ist einfach irgendwie schön. Wenn ich mich recht entsinne, war auch der Bauchnabel irgendwie auf der Höhe in Bezug auf die Gesamtgröße. Also das Verhältnis kommt daher, dass man eine Strecke in zwei Teile teilt und die kleinere Hälfte, nee, die kleinere Strecke von den beiden Strecken im Verhältnis zur großen ist genauso groß wie die große Strecke im Verhältnis zur gesamten Strecke. Jo. Und das ist halt hübsch. Warum auch immer. Das finde ich so klasse, weil das ja eigentlich so eine Art objektive Schönheit ist. Und der man nicht sehr viel rütteln kann. Also da werden Gebäude nachgebastelt. Ganz einfach, weil das so harmonisch ist und man kann auch Spiralen draus basteln und findet dann ganz plötzlich, dass in der Natur das auch auftaucht, das Verhältnis. Ja, ist ja ganz toll. Ich glaube, wir brauchen mal was Entspanntes hier. Dreh ich ja gleich durch. Mann, ich muss auf dem Ohr noch mal ein bisschen leiser machen, aber ist schon ganz leise. Also leiser geht's nicht. Da müsste ich an der Systemlautstärke rumspielen, dann wäre es ja wieder drum geschehen, dass ich's einstellen kann in Premiere wie immer. Rendern tue ich damit ja nicht mehr, das läuft jetzt ja alles über GMEGUI. Weil es hübscher ist, aber dadurch werden die Folgen mitunter auch deutlich größer, wenn jetzt nicht so wenig Bewegung wie in Minecraft da ist. Sondern etwas mehr wie in DMC beispielsweise. Weiche! Und er wich. Ja, ich glaube, hier hatte ich mir gar nichts überlegt, ausnahmsweise. Ach, Bäume hatten wir schon gepflanzt. Ach, verdammt, das tut uns ja gerade weh irgendwie. Ich habe auf normal eingestellt. Ach, wir haben sogar noch Melonenscheiben, das ist ja alles gut. Ich dachte, das gehört zur Musik und habe gar nicht drauf geachtet. Habe aber schon gedacht, oh, das klingt ja so, als würden wir gerade tot gehen. Ne? Sind wir eigentlich gerade tot gegangen? Ich habe gerade... Oh, ich verwechsel gerade die Leisten hier. Mann, da ziehe ich mir gleich einen Bruch zu, wenn ich so weitermache. Und der verknackst uns dann so richtig. Na gut. Und zu Hause müssen wir auch mal dringend wieder was machen. Ist doch die Musik, ich dachte schon. Sonst würden wir auch so hässlich wackeln. Ja, also hier drüben wollte ich ja eigentlich mal ein Dorf hinbauen, aber gut. Das hat sich ja jetzt übrig, da die Gegend viel zu schön war. Achso, was hier fehlt. Ah, haben wir nicht dabei. Wir müssen ja auch nach Hause mal die Sachen auslernen. Wir müssen dringend wieder ein paar Schneegolems in die Welt setzen. Die kleinen Männer sind so süß. Soll jetzt nicht heißen, dass ich grundsätzlich auf Männer stehe, aber Schneemänner, ne? Die haben es mir angetan. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Minecraft, warum ruckelst du? Findest du das witzig? Ja, wir müssen wohl oder übel entweder... Okay, kann man auch eine Fackel draus machen. So, oder auf 4, dann können wir das hier alles mitnehmen. Ja, passt.
fast soweit. Dafür habe ich leider keinen Platz, es tut mir leid. Die Seerose müssen wir auch mal vermehren. Ach, es gibt noch so viel. Weiß gar nicht, ist Schweinemann da eigentlich schon... Nee, der ist immer noch nicht runter. Dem hatten wir ja mal vor Urzeiten eine Leiter gebaut. Tja, was machen wir denn da? Der Arme. Er tut mir so leid.